Anarchist. Nationalökonom. Berichterstatter im Spanischen Bürgerkrieg. Kämpfer im Widerstand gegen die Nazis. Bergwerksarbeiter in der Nähe der Arktis. Professuren auf der ganzen Welt. Unabhängigkeitserklärer von Angilla. Träger des alternativen Nobelpreises. Goldenes Ehrenzeichen der Republik Österreich. Ehrenbürger der Stadt Salzburg. Nach dieser unglaublichen Biografie hat es Leopold Kohr in den 1980ern ins Innergebirg verschlagen, wo er mit seiner Philosophie der kleinen Regionen geistiger Vater des Kulturvereins Tauriska in Neukirchen am Großendiedi geworden ist. Für uns war der Leopold Kohr deshalb wichtig, weil er hat unseren Kulturverein eine Philosophie und ein Begleitwerkzeug mitgegeben. Es geht immer um die bestimmte Größe. Der Kohr hat sich immer mit der Größe und Übergröße beschäftigt. Und, wie der Christian gesagt hat, das menschliche Maß. Und er hat ja den alternativen Nobelpreis auch für das gekriegt, dass man sich wieder rückbesinnt auf das menschliche Maß, weil wir jetzt durch dieses immer mehr haben wollen und immer schneller und immer noch mehr Wachstum, haben wir ja eigentlich immer nur mehr Probleme produziert. Susanna Vötter-Dankl und Christian Vötter vom Kulturverein Tauriska waren bei uns zu Besuch und haben uns über Leopold Kohr, seine Philosophie und die vielfältige Umsetzung seiner Ideen im Pinzgau berichtet. Außerdem verwalten sie den Nachlass von Leopold Kohr. Und ganz besonders hat uns eine Idee von ihm interessiert, das akademische Wirtshaus. Aber dazu später noch mehr. Als erstes müssen wir in Bezug zu Leopold Kohr natürlich unsere Fragen stellen. Wer war er? Von woher ist er gekommen? Und was hat er gesagt und getan? Geboren 1909 in Oberndorf. In Salzburg ist er ins akademische Gymnasium gegangen. Studiert hat er in Innsbruck Jus und gleichzeitig in London Ökonomie und später in Wern Nationalökonomie. 1937 war Berichterstatter im Spanischen Bürgerkrieg an der Seite von Hemingway und George Orwell. Kurz danach hat er in Paris zusammen mit Otto von Habsburg eine Widerstandsbewegung gegen den Nationalsozialismus gegründet. Er muss 1939 flüchten und kommt über New York nach Kanada. Dort arbeitet er vorübergehend in einem Goldbergwerk, wo er sich eine lebenslange Schwierigkeit zuzieht. Über journalistische Arbeiten macht er 1941 auf sich aufmerksam und setzt sich in Amerika für die Befreiung Österreichs ein. Nach und nach kriegt er dann Anstellungen an Universitäten, zuerst in New Jersey, später dann in Puerto Rico, wo er sein Hauptwerk The Breakdown of Nations verfasst. In dem vertritt er die These, dass zu große Staatengebilde über kurz oder lang verfallen, wenn man ja nicht durch eine Teilung in Kleinstaaten zuvorkommt. Weil zwischen ungleich großen Staaten entsteht immer ein Machtgefälle. Es gibt Ballonkarten von Europa, in denen man durch Teilung in annähernd gleich große Staaten dem entgegenwirkt. Er plädiert nämlich für ein Europa der Regionen. Angilla 1967, ein kleiner Inselstaat, der sich von Großbritannien lossagen will. Kohr beteiligt sich an der Unabhängigkeitserklärung. Und nachdem eine eigene Währung und Briefmarken eingeführt sind, reicht es den Briten und sie schicken Soldaten, welche freudig Empfänger wären. Mit der Unabhängigkeit wird es allerdings nichts. Nach seiner Pensionierung übersiedelt er nach Wales. Und von da an kommt er dann auf Urlaub nach Österreich. Über die Keltenausstellung in Hallein kommt er in Kontakt mit Alfred Winter, der für die Entwicklung der Kulturinitiativen am Land von großer Bedeutung ist. Der nimmt ihn mit nach Neukirchen im Pinzgau, wo er eine optimale Modellregion für seine Ideen vorfindet. Der Alfred Winter hat gesagt, es braucht eine Philosophie für diese Region und genau dieser Leopold Kohr bringt es mit, genau für diese überschaubare Region, was wir da jetzt haben. Nicht? Natürlich, der Leopold Kohr, wie ich ihn kennengelernt habe, 1981 habe ich ihn auch schon das erste Mal getroffen. Ich war 17, der Leopold Kohr war 72. Dann habe ich mir auch gedacht, boah, so ein altes Mandel. Weil mit 72 und ich 17, das ist auch schon wieder so. Und trotzdem habe ich gemerkt, da ist was da. Und er war so ein feiner Mensch. Er war lustig, humorvoll. Er hat irgendwie begeistert, was er gesagt hat. Obwohl ich mir seine Philosophie auch am Anfang nicht so verstanden habe, was will der jetzt nicht. Aber trotzdem allein sein Auftreten hat uns begeistert nicht. Trotz anfänglicher Skepsis hat sich dann eine enge Zusammenarbeit entwickelt. 1985 hat er gesagt, fahr mit mir nach Aberystwyth, der Leopold Kohr, und bleib einmal 3 Wochen bei mir.
Und man denkt, Aberystwyth, wo ist das? Ja, in Wales. Jetzt bin ich tatsächlich 3 Wochen nach Aberystwyth gefahren, nach Wales. Und der Leopold Kohr hat mir dann dort oben ungefähr so gesagt, was er mit seiner Philosophie macht. Also das ist eine Kleinstadt, direkt am Meer, wunderschön natürlich. Was der, das hat er geliebt, der Kohr, diese Gegend. Und dann hat er mir gezeigt, diese ganzen alten Handwerkszentren. Da oben hat es das vielfach schon gegeben und die keltische Kultur war auch ganz stark vertreten dort. Und dann hat man gezeigt, wie die alten Handwerke wieder funktionieren. Dann hat er mir gezeigt, wie man Biolandbau macht. Da haben wir Bauern besucht und Professoren, die sich damit beschäftigt haben. Das war bei uns damals alles noch gar nicht so Thema 1980, aber das war dort schon. Dann ist mit mir mit der alten Eisenbahn gefahren, dass ich auch das Verständnis habe, also Besonderheiten, was jede Region so hat. Wir haben ja die Pinskerbahn, also das war wieder ein Thema. Dann haben wir uns das Alternativtechnologiezentrum in Machinleit angeschaut. Und dann hat er auch in Österreich die Auszeichnungen gekriegt, dann praktisch nach der Reihe. Er wollte nach Oberndorf übersiedeln, hat alles schon vorbereitet, ist aber dann 1994 in Wales gestorben. Also wir haben seinen Nachlass, wir haben seine ganzen Manuskripte, seine ganzen Dokumente, seine Aufzeichnungen und persönliche Dinge. Das ist jetzt alles bei uns. Das eine ist auf der Universität in Salzburg, das andere ist bei uns privat im Archiv, noch in Neukirchen. Und was sind jetzt die wichtigsten Eckpunkte seiner Philosophie? Also der größte Eckpunkt ist, was der Kohr sagt, das ist einfach, es ist der Mensch im Mittelpunkt. Es ist nicht die Wirtschaft, es ist nicht die Politik, es ist der Mensch. Es geht alles, was wir tun, geht einfach darum, dass der Mensch in seiner Größe, dass er sich wohlfühlt. Es geht ihm auch darum, dass er sagt, der Kohr hat da so, er wird ja sehr oft gefragt, was sind jetzt so eben die Eckpunkte, was du sagst, was sind 4 Größen? Er sagt, für ihn ist das erste die soziale Größe. Die soziale Größe bedeutet für ihn die Familie oder die Größe eines Wirtshauses. Deswegen wird der Kohr immer als Wirtshausphilosoph genannt. Aber der Kohr sagt, probier mal selber, wenn du irgendwo bist, mit 70 bis 100 Leuten an Abend in Kontakt zu treten, dass sie keiner zu kurz kommt. Also das ist für ihn so ein Eckpunkt. Ein zweiter Eckpunkt ist für ihn die Größe der Wirtschaft. Er sagt, wann kann ein Dorf überleben? Und er sagt, dass 1.000 bis 5.000 Leute da schon ein Wirtschaftsleben beginnen, dass man sagt, man braucht einen Bäcker, man braucht einen Metzger, man braucht einen Schuster, man braucht die. Das geht mit 1.000 Leuten, wenn einer ist, der kann dir alle versorgen. Das passt. Die nächste Größe ist für ihn die kulturelle Größe. Er sagt, wenn jetzt zum Beispiel ein Künstler wie der Max ist, der möchte seine Auftritte machen, aber den können wir nicht in kleinen Dorf jedes Wochenende auftreten lassen, dann irgendwann werden sie sagen, das ist zu viel. Da braucht man eine Größe so 50.000 bis 200.000. Das ist die Stadt Salzburg oder die Region. Oder die Region. Also da würde das genau passen. Und dann gibt es für ihn noch die politische Größe, da wo er sagt, da ist noch alles überschaubar, da kann man drauf schauen. Und das ist für ihn dann so wie Österreich. Die Größe von Österreich, vielleicht noch ein bisschen größer, bis zu 15 Millionen Menschen. Das sind seine 4 Eckpunkte, da wo er seine Philosophie ein bisschen festhält. Also es geht immer um die bestimmte Größe. Der Ausspruch Small is beautiful stammt da ursprünglich von Leopold Kohr, ist aber erst durch das gleichnamige Buch von seinem Freund Fritz Schumacher weltbekannt worden. Mit dem akademischen Wirtshaus wollte er zu großen und schwerfälligen Lehrkörpern entgegenwirken. Er hat ja gesagt, man muss hinaus von der Uni, sondern man muss hin, wo man locker wird, eine nette Atmosphäre, so wie wir halt da sitzen, also eine nette Atmosphäre, ein Glas Wein oder ein Whisky oder ein Cracker dazu. Und er hat dann seine Studenten da eingeladen, aber auch andere Leute, Bauern also, oder Verkäufer, oder wer halt gekommen hat, wen interessierte Künstler. Und dann hat er dort seine Vorlesungen gehalten. Und genauso hat es mit mir dann gemacht, in Aberystwyth, hat er genauso wieder eine Party gemacht, Leute eingeladen und dann haben wir da diskutiert und gefeiert. Und dann begreift man schon langsam in dem Ganzen, was will der Chor oder was sagt er. Und das war für mich dann schon hilfreich, dass ich ein bisschen einen Zugang gekriegt habe zu seiner Philosophie. Von der Theorie zur Praxis. Unter den unzähligen Projekten, die Susanna und Christian bisher verwirklicht haben, veranschaulicht die Obstpresse in Bramberg wahrscheinlich am besten die praktische Umsetzung der Philosophie von Leopold Kohr.
was das Wichtigste ist im Leben, man braucht einen Rückenstärker. Also das, gerade das Thema Obstpresse, da war wirklich so, der Obst- und Gartenbauverein Obmann hat alle gefragt, der hat die Gemeinde gefragt, der hat die Bezirksbauernkammer gefragt, der hat die Landwirtschaftskammer gefragt. Und da haben gesagt, also ein schönes Projekt, wirklich sehr schön, mach's. Und mit dem Machen war der eigentlich überfordert, weil wenn er es geschafft hätte, hätte er es eh gemacht, dann hätte er es eh nicht gefragt. Und eigentlich hat er nur einen gebraucht, wie wir halt damals den Alfred Winter gebraucht haben, der was gesagt hat, wir machen das. Nicht machst du, sondern wir machen es. Und durch dieses Wir war die Stärkung, die innerliche, so, ich bin nicht allein, sondern es hilft mir jemand. Wir haben dann den Obmann gefragt, ja, was brauchst du eigentlich? Ja, 100.000 Euro kostet das, was er sich da jetzt in der Landwirtschaftsmesse in Wels gesehen hat. Da haben wir gesagt, ja, und wie viel hast du? Dann hat er gesagt, 1.500. Das Obstpress-Projekt, mal ehrlich sagen, das war genau der Chor. Selbstständig machen, schon eine moderne Technologie. Aber eine mittlere Technologie, eine mittlere, weil Leopold hat immer gesagt, wir sind das immer so gern miteinander, ja, das ja, geht so. Weil der Leopold hat gesagt, es geht ja darum, dass du immer deine Hände im Einsatz brauchst, deine Muskelkraft. Und der Mensch muss immer mitarbeiten bei den Dingen und Projekten oder Arbeit, weil dann ist ein anderer, dann stimmt man anders zu und steht dahinter. Und er hat gesagt, und das haben wir bei der Obstpresse dann auch so gesagt, ich gesagt, wir hätten natürlich jetzt total eine moderne Presse kaufen können, da wo der Mensch gar nichts hätte mehr da messen, der Äpfel kommt ein und kommt auch soft fertig raus. Dann haben wir gesagt, das wollen wir nicht, wir wollen eine mittlere Technologie. Erstens können wir es noch selber reparieren, dass wir nicht dann sofort natürlich wieder was Neues dann brauchen. Und der Mensch muss noch dabei sein, es sind Arbeitsplätze gesichert. Und dann war noch wichtig, dass wir gesagt haben, das ist uns zu wenig, sondern wir möchten eine Bewusstseinsbildung natürlich auch machen. Wenn man die Vandana Shiva in Indien kennt, da alternativ Nobelpreisträgerin und eine Friedenspreisträgerin, die hat 4 Millionen Bäume gesetzt in Indien. Und wir haben gesagt, wenn wir es schaffen, 40.000 in Pinzgau zu setzen, dann sind wir gut. Aber das ist auch, da haben wir auch ein bisschen nachgedacht, wie das geht. Haben wir gedacht, wir geben jedem Hauptschüler in Bramberg und Neukirchen schenken wir einen Baum. So. 4 Jahre lang muss am Schulgarten praktisch betreut werden vom Schüler. Er lernt auch alles, vom Anbau bis zur Pflege, was man daraus machen kann. Und wenn er am letzten Jahr die Schule verlässt, muss der Baum nach Hause. Und dann müssen die Eltern natürlich einen Platz finden. Und er hat dann ständig eine Beziehung zu seiner Heimat, wo er aufgewachsen das ist. Weil er weiß ja, sein Baum ist ja noch da. Mhm. Und da kann ich mir vielleicht jetzt einen Äpfel holen oder ein Bier oder ein Zwetschge. Das kann man sich auswählen, was man mag. Es ist nicht nur der Apfel, was man hat. Und dann haben wir bis jetzt 40.000 gepflanzt. Du darfst nicht den Großmarkt, der was am Ortseinfang ist, als wichtig betrachten, sondern du brauchst den Klein- und Mittelbetrieb im Ort, die gewagte Familienbetrieb, der was 5 bis 15 Mitarbeiter hat und der was einfach sagt, ich belebe damit auch mein Dorf. Weil wir merken da in vielen Dörfern, die was zu sehr touristisch ausgerichtet sind, die haben aber zu lange Zeit, wo nichts los ist. Und wenn du aber Handwerksbetriebe im Dorf hast, dann werden die Leute von außen reinfahren und werden sagen, jetzt lasse ich mir meinen Schuh reparieren, jetzt gehe ich da einkaufen, da gibt es einen guten Bauernlohn, da gibt es einen guten Biolohn. Und das ist eigentlich, da haben wir gesagt, okay, wir bauen diese Betriebe in unser Projekt mit ein. Und wir haben dann einen Metzger gefunden, mit dem haben wir Fleisch mit Apfeldresten entwickelt, wir haben die Imker wieder wichtig gemacht, wir haben beim Bäcker wieder ins Boot gehabt, wir haben beim Bierbrauer geholt, wir haben beim Schokolade, also einen Konditor, ins Boot geholt. Die Möglichkeiten wären da noch viele. Es ist aber immer wieder so, diese Projekte haben einen längeren Prozess und immer wenn halt irgendwas im Betrieb sich umwandelt, dann ist das halt auch immer Thema, machen wir das weiter oder hören wir es auf? Oder wie groß wird man nicht? Also ja. Weil man hätte das jetzt natürlich nur größer bauen können, weil die Nachfrage wäre da. Und dann musst du auch selbst entscheiden, mache ich den Schritt oder mache ich nicht. Also wir haben uns jetzt entschieden nicht, weil wir haben gesagt, das reicht für unsere Region, da braucht man nicht mehr. Dafür haben wir gesagt, wie können wir das Produkt noch mehr verwerten, damit kein Abfall überbleibt. Und dann ist eben diese Idee noch entstanden mit dem Apfeldresterpulver, dass man aus diesem Apfeldrester, der überbleibt, nicht nur verfüttert wird für die Tiere oder für die Wildviecher, die was ist auch krank, sondern da ist noch so viel Ballaststoffe drin und Inhalte, was vom Gesundheitswert also wirklich total positiv sind. Und dann ist die Idee entstanden,
von einer Studentin von der Fachhochschule, die dann gesagt hat, sie hat sich das auch durch den Kopf gehen lassen und würde gerne mit uns gemeinsam das Projekt machen, wie man diesen Apfeldresdner eben verwertet. Nur, es kostet halt wieder 100.000 Euro das Ganze, nicht? Jetzt haben wir halt das wieder geschafft, dass wir das hingekriegt haben und haben diese Anlage dazu gekauft. Und jetzt tun wir den Apfeldresdner noch trocknen und zum Apfeldresdnerpulver verarbeiten. Und somit haben wir das ganze Produkt verarbeitet. Und das ist eigentlich genauso ein Projekt. So hat der Chor eben auch gesagt, so könnte man es machen. Und da waren die Begriffe wie Nachhaltigkeit und so weiter gar nicht das Thema. Man nützt natürlich das Angebot auch und schaut einmal in einen Großmarkt und kauft da ein. Das sollte man auch machen, das gehört ja auch dazu. Aber im Endeffekt sollte man doch mindestens 30-40%, was man eigentlich verdient, sollte man im eigenen Kreislauf lassen, so der Akkord ist immer glaubt. Aber der Tisch ist ja so lässig vollkramp, gell? Das haben wir ja auch nie gehabt. Jetzt sind wir beim Verlag, also ein bisschen aufzählen war schon gut. Also das Wichtigste, das für mich einfach das, was wir heute noch sehr oft in die Hand nehmen, ist das Buch, das was wir zusammen mit der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum gemacht haben, Was braucht das Dorf der Zukunft? Braucht es Geld oder braucht es Philosophie oder braucht es beides? Und im Grunde sind einfach in diesen drei Dingen, es ist eigentlich alles gesagt. Also nur mit der Philosophie hätten wir nicht überlebt. Nur mit dem Geld hätten wir einen Frust und es gäbe uns auch nicht mehr. Und wir haben da einen Mittelweg finden müssen, dass wir uns die Philosophie mit dem Geld leisten können. Das Gespräch mit Susanna und Christian hat natürlich nur weit länger gedauert und noch viele Aspekte von ihrem Schaffen berührt. Wer sie dafür interessiert, dem sei die lange Version des Gesprächs empfohlen, die demnächst erscheinen wird. Wir haben von dem Gespräch auch was mitgenommen. Wir wollen ein akademisches Wirtshaus im Innergebirg etablieren. Dort können wir dann unsere Ideen zur Zukunft unserer Region bei einem guten Glas Wein oder sonst was diskutieren. Wer sich dafür interessiert, soll sich bei uns melden. Dankeschön fürs Zuhören und Schauen. Hat es euch gefallen? Dann unterstützt uns mit einem Abo auf unsere Kanäle oder einer Spende. Und besonders freuen wir uns, wenn wir ins Gespräch kommen. Also kommentiert fleißig oder schreibt uns eine Nachricht auf podcast@innergebirg.at. Innergebirg, Schaftig und Lästig ist ein unabhängiger Video- und Audio-Podcast aus dem Salzburger Land. Mehr Informationen dazu auf www.innergebirg.at.